So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift. Vorweg muss ich noch sagen, falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, wie gesagt, ist immer noch eine Baustelle draußen. Heute sind es auch teils mal ein bisschen lauter. Es kann diesmal sein, dass man was hört. Die letzte Mal hat mein Mikro das wirklich, und dafür muss ich echt Hut ab vor diesem T-Bone sagen, sehr gut nicht mit aufgenommen. Also es klingt jetzt so, als wäre das scheiße, nein, es ist voll gut. Auf jeden Fall, falls irgendwie mal Geräusche im Hintergrund sind, liegt es daran, auch wenn Hunde bellen, das liegt auch an der Baustelle, das liegt nicht an unserem Hund, sondern wieder an einem Plugin, was ich ja neu installiert habe, jetzt ein Baustellen-Hunde-Plugin. Ich gedacht, machst du mal rein, kommt sicher gut. Nee, wir machen heute auf jeden Fall weiter eine Karriere und machen jetzt mal ein bisschen auf Ernst. Wir haben eigentlich schon die NFS World Tour fertig, aber wir sind ja immer noch in Stufe 2 gefangen, also immer noch nicht fertig. Und gehen heute in die Europa-Serie rüber. Einer der größten Wettkämpfe in Europa und die Gelegenheit, gegen die europäischen Top-Fahrer anzutreten. Nur in Europa hergestellte Wagen dürfen an diesem Wettkampf teilnehmen. Thomas Rudall ist bekannt für seine messerscharfen Kurven und seine präzise Ideallinie. Thomas ist ein echter Perfektionist. Du kannst dich schlagen, wenn du versuchst, seinen Rhythmus zu stören. Also Rhythmus stören im Sinne von kaputt fahren. Gut, kann ich sehr gut, ja. Wie wir alle wissen, fahre ich ja sehr dezent mit anderen um. So, was sind nochmal die... Was brauche ich nochmal für Autos? Stufe 2... 1 oder 2, okay. Wir müssen uns erstmal einen Wagen holen, weil wir haben noch keinen deutschen. Stufe 1 oder 2 Wagen, glaube ich. Nissan, Chevrolet, Dodge, Shelby, Dodge, Toyota, nein, dann bin ich. Okay, wir müssen uns einen Stufe 1 oder 2 Wagen aus Europa holen. So, Stufe 2 gehen wir doch direkt. Entweder können wir einen Audi RS4 wählen, was natürlich schon mal für Gas geben nicht unbedingt so schlecht ist. Ein BMW M3 E36, ein BMW M3 E46, ein BMW M3 E92, der plötzlich das Driften einfach warum auch immer verloren hat und auch plötzlich keinen Werksumbau mehr hat. Z4 M Coupé. Das ist ja alles europäisch, das ist das Geile. Nicht. Obwohl, das ist. Lotus ist auch Englisch, ne? Das müsste auch eigentlich, gehört das zu Europa. Aber ich riskiere nichts. Subaru nicht Porsche haben wir. Ist auch schon mal nicht schlecht. Aber das war's doch schon. Ich glaube, wir werden mal, weil es viel gesagt hat, hey, nimm den E46 und bau den Werksumbau. Werden wir den nehmen, weil ich glaube, der sieht im Werksumbau auch ziemlich geil aus, ehrlich gesagt. Und außerdem ist ein M3 geil. Der ist ja zwar natürlich ein bisschen besser, aber ich finde den alten optisch noch irgendwie ein bisschen aggro. Ich finde den so ein bisschen aggro. So, erstmal gehen wir auf Optik. Vinyls, was haben wir denn da für fettige? Nehmen wir doch hier die Haupt-BMW-Lackierung. Das geilste wäre sowieso hier irgendwie so Need for Speed, Most Wanted Look, aber den haben sie ja leider nicht. Schade, schade. Und BMW-Felgen, nein, BBS-Felgen hätten sie irgendwie. Wie sehen die aus? Was sind die? Sehen auf dem Bild ganz anders aus. Können ja sein. Die? Nee. Also, nee. Die? Boah, die geht bis 20 Zoll hoch, das ist nett. Die sehen nicht schlecht aus. Ja, die nehmen wir auch. So. Dann gehen wir noch auf Upgrades. Nämlich Stufe 2 sind wir aktuell. Wir können jetzt mal, weil wir eh ein bisschen Money haben, mal ein bisschen reinhauen, weil wir kriegen so viel Geld. Wir können uns in Stufe 3 schon wieder eine neue Karre kaufen, ohne Probleme und die fast voll pimpen. Geldprobleme haben wir in diesem Spiel hier mittlerweile nicht mehr. So. Machen wir nämlich auch wieder einen Werksumbau rein, wenn das geht. Habe ich nämlich gerade Bock drauf, den Wagen mal ein bisschen breiter und alles zu machen. Warum auch nicht? Weil noch einmal kein Werksumbau frei, aber die Karre geht gleich ab wie sonst was. Das ist schon mal sehr gut. Was brauche ich denn alles nochmal? Den Rennauspuff brauchen wir auf jeden Fall. Kürzere Setzung, erhöhter Ladedruck. Ja, weil. Wir sind immer noch über 1 Million, also ist noch alles im grünen Bereich. Gar noch keinen Werksumbau, okay. Karosserie jetzt, muss ich eigentlich Karosserie jetzt machen? Das wäre irgendwie Schwachsinn, finde ich. Nochmal das hier. Hallo? Das hier. Gewichtsoptimierung. Gewichtsoptimierung. Nee, man muss erst die Karosserie jetzt anbauen. Wie blöd ist das denn? Naja, machen wir das mal ganz kurz. Weil anscheinend brauchen wir die. Achso, oh, ich hätte das gar nicht kaufen müssen. Fuck. Ja, machen wir bitte mal ganz kurz. Das muss ich echt einbauen? Oder muss ich das Nitro-Kit einbauen? Ich muss es echt einbauen. Jetzt geht's weg, so, boah. Wenn ich ein Karosserie-Kit dran gemacht habe, damit ich mir jetzt einen neuen dran klatschen kann, wie... 12,64, kostet mich 52.000, mir scheißegal. Ist ja schön. Ich wollte eigentlich auf meine Wagen. Danke. Ich will mal gucken, der hat 13,5. 12, Alter, der zieht den Skyline. Nicht schlecht.
Nicht schlecht, Herr BMW, nicht schlecht, Herr BMW. Machen Sie gut. Sie ziehen sehr gut den Skyline. Das wundert mich jetzt, obwohl der Skyline Allrad ist. Natürlich, vom Handling wird er den immer noch ziehen, der Skyline, all den hier. Rennen auf Spa Grand Prix. Was haben wir denn für Details? Ist ein 2-Runden-Rennen und 80.000 gibt es als erster. Kein Ding, machen wir doch gerne. Da stand, du musst dich durch Stufe 1, 2, 3 und 4 arbeiten. Wir sind noch nicht mal in Stufe 2 fertig, haben schon die World Tour fertig. So ist das Thema, du musst dich da durcharbeiten. Das kriegt ja voll Idiot hin. Boah, sieht der geil aus. Und der Typ ist halt mal wieder stumm, der möchte ich sagen. Boah. Tschüss, Jungs. Ich hab verdammt noch einen geilen BMW M3. Erreicht 140 km erreicht. Am Gas geben auf der Geraden, heftig und nicht schlecht. Nicht gut den Wagen. Alter, na, warte. Das war jetzt mal gar nicht cool. Thomas Rudall führt natürlich mit seinem M3, der hat auch einen Dreier, den hier. Natürlich nicht mit Werksumbau, deswegen wird er wieder mal keine Schnitte haben gegen uns. Aber naja, wir müssen uns halt auch mit schlechten Gegnern rumschlagen. Schöner Scirocco hast du dann, schönen Scirocco. Wir haben ein bisschen einfahren im Spiel. Aber schon heftig, dass wir so viel Geld haben, dass wir jeden Wagen einfach mal ganz kurz in den Werksumbau buxieren können, ohne dass wir irgendwie Geldprobleme haben. Shit, das war zu viel des Guten. Irgendwie Geldprobleme haben müssten, das ist echt schon nicht mehr schön. Oh Junge! Boah, Alter, wie die Gegner aber auch heute alle reinhalten. Das war knapp. Ich glaube, der M30 mit dem Ford Focus. Nicht mal. Nee, lasst mich nicht vorbei. Oh. Das ist das Problem, dass man jetzt so übermäßig viel Tempo hat im Gegensatz zu den anderen. Und die halten dann natürlich dann übelst auf, wenn sie ihre Zweikämpfe dann so sehr enthusiastisch ankämpfen. Da sagen wir mal so. Ich müsste mich auch wieder ein bisschen mehr dran gewöhnen, mehr zu bremsen. Bisschen blöd noch über die Wiese rausbeschleunigt. Passt aber und jetzt voll aufs Gas treten und jetzt kriegen wir sie. Ja, Topspeed und Beschleunigen, da können die Gegner gar nichts, welchen Wechselbau hab. Ja, jetzt mal ein bisschen. Mach keinen Platz mit deinem Dreier, bloß nicht. Dann beschleunigen wir halt außenrum an ihm vorbei. Ja, das war knapp, er war nämlich gerade schon wieder in meinem Nacken. Der wird sich echt überholen. Alter, will er doch, tatsächlich. Das ist ein schöner Dreikampf mit BMW 3, Herren. Versteht denn Dreikampf mit, dem BMW 3er? Ja, der war gut, ne? Oh Mann. Das stimmt ja gerade wirklich. Nur der BMW M3 jetzt hier vorne an der Spitze. Oh, hallo. Kipp ihm. Der hat ihm auch ganz so gut einen mitgegeben. Ich habe jetzt gerade echt Schiss mit dieser Karre im Werksumbau, um die Eau Rouge hochzuknallen. Die Eau Rouge ist ja nur diese Linkskurve. Ich weiß, dass ich sie senke, aber ich weiß gerade nicht, wie die Kurvenkombination selber heißt. Scheiße. War zu viel des Guten. Kommt er? Ne, noch nicht. Oh, was ein Spoiler. Guck dich mal die Flosse an, die da hinten drauf hat. Nicht schlecht. Das ist wie, da kannst du Pommes drauf essen. Wenn du einen Tisch brauchst, kaufst du den BMW. Da fährst du deine Pommesbude ran und kannst darauf deine Pommes essen. Bisschen extravagant, aber warum nicht? So, anbremsen, dass wir die Kurve jetzt mal kriegen. Hallo, Kurve kriegen. Danke. 1200 Punkte haben wir gleich auch. Also die Sternziele sind für den Wagen jetzt hier auf der Strecke gerade gar kein Ding. Das ist richtig, 140 km/h war sowieso lustig. Aufs Gas getreten, 140 km/h erreicht. Nicht schlecht. Und dann wirklich 1200 Damen, also. Abhängen kann ich die beiden aber nicht. Okay, liegt vielleicht auch daran, dass ich ziemlich beschissen fahre. Spaß ist in diesem Spiel mit der Fahrphysik ein bisschen schwer echt zu fahren. Es geht in anderen Spielen noch ein bisschen leichter von der Hand. Aber naja. Boah,
Ja, wurde ich ausgehebelt. Scheiße. Die Bodenwelle hat mich rausspringen lassen. Wohlgemerkt, ich habe ein bisschen früher gebremst als er. Trotzdem krieg ich die Kurve nicht. Trotz Werksumbau, also Rennumbau an der Karre. Aber naja, warum auch immer. Oh, das wird jetzt kriminell, die Kurve. Lalalala. Boah, das war knapp. Ja, hätte er sich jetzt verhakt. Das wäre ein richtig brutaler Abgang gewesen bei dem Tempo. Oh, falsche Taste, ich wollte A drücken. Handbremse. Und nicht die Sicht ändern. Naja, egal. So. Oh, jetzt haben wir noch eine Kurve vor uns und dann sind wir auch schon im Ziel. Trotzdem haben wir es immer noch versaut, nebenbei erwähnt. Was zum Geier? Wo kommt der denn jetzt her? Hallo? Knicken kannst du das? Zieh! Ja! Boah! So viel zum Thema Versauen, ey. Der hätte noch ganz schön noch reingestochen. Ich hab mir auch plötzlich gemerkt, dass ich irgendwie einen mitgekriegt habe, weil die Karre plötzlich so leicht wurde. Hallo? Das ist nicht mal ein KI-Angriff. Der war aber echt unter... Wow! Also der hat wirklich einen sehr guten Fahrstil, der Kollege. Berühre 225 Gegner, kleines Abzeichen verdient. 1,6 Kilometer mit einem europäischen Wagen, kleines Abzeichen verdient. 8 Kilometer mit einem europäischen Wagen, kleines Abzeichen verdient. Aber da, mit dem habe ich wirklich kein Stück mehr gerechnet, dass der wiederkommt. Wow. McDowell, mir gefällt das. Also ich fand den Fasti gerade mal nicht schlecht von dem Kollegen. Wow, wow, wow. So, Rennen in Alpental. Wie viele Runden sind das? 4 Runden, okay. Podiumsplatz, Punktegrenze und drehe Gegner. Das mit Drehgegner ist schon wieder ein geiles Ziel, was ich überhaupt nicht eigentlich machen will. Aber das ist bei dem Tempo, was du mit dem BMW erreichst, beziehungsweise wie hecklastig der Wagen ist, ist es echt gefährlich, jemanden rumzudrehen. Wo man sich meist selber mit abschießt. Das ist eigentlich nicht mein Ziel. Opa, das war falsche Taste. Ich habe gerade nochmal voll zurückgeschaltet in N. Wow! Drehe 4 Gegner rum. Boah, ja. Jetzt krieg ich gar keine Kurve mehr, weil ich mich überall anlegen muss, ey. So. Der Alpenberg ist eigentlich eine gechillte Strecke, also die geht. Deswegen rumdrehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt extra machen muss. Ich glaube, ich lasse es eher. Ja, es ist mir einfach zu gefährlich, jetzt hier einen Platz zu riskieren. Außerdem ist mir das zu blöd. Sorry, ja. Als Rumrennen hat nichts mit Fahren zu tun, mit taktischen Fahren zu tun. Sag gerade der immer die Bossrennen so besiegt, indem er die Gegner von der Strecke schießt. So, dann warst du noch ich und der Thomas. Brutal. Da hat mich ganz schön einen Knoll. Merkt schon, mit dem BMW gehen die Kurven hier schon deutlich geiler. Also auf dieser Strecke zu wissen, dass die sich geiler fahren. Oh, ja, mein Gott, bleibt doch nicht direkt stehen mit noch einer Strecke. Keiner macht gut. Wenn der da echt eine halbe Vollbremsung hinlegt, dann kann ich ja nichts dafür, wenn ich ihn hinten reinjage. Und schon die vorletzte Runde, die jetzt kommt. Das geht ja richtig ruckzuck hier. Er hängt immer noch dran. Also ganz abgehängt kriege ich den nie irgendwie. Ich hätte nur alle Spiegel, jo. Da lag, glaube ich, gerade so, wie es aussah, als das Spiegel, der da auf der Strecke lag. Und ich wollte mich nur vergewissern, dass sich irgendeiner von meinen sich verabschiedet hat. Klar, den rechten brauche ich eigentlich gar nicht, weil man guckt meist nie so während der Fahrt hier. Sollte man zwar eigentlich manchmal machen, wenn rechts ein Gegner ist, aber ich tue es halt nicht. Ich sollte es öfter machen, klar, weil dann will ich irgendwie sowas zum Beispiel wie gerade ein Spa, das innen reingestochen wäre, hätte ich dann verhindern können. Beziehungsweise hätte ich da besser darauf reagieren können. Weil es hätte auch ziemlich in die Hose gehen können da, noch kurz vor Start hier. Ah, gut, wir haben 1000 Punkte noch, reicht. Oh, scheiße, ja, es kommt ja noch eine Runde. Ich habe gerade ganz vergessen.
Komm schon aus dem Kies raus. Ich hab ganz vergessen, dass wir noch eine Runde fahren müssen. Ich gerade komplett verpeilt. Ich hab gedacht, drei wär's gewesen. Da war ich gerade nur mal auf die Punkte fixiert worden, deswegen bin ich mir darauf geachtet, habe, welche Runde ich gerade bin. Absichten geworden, Windschatten. Ja, so langsam wird es ein BMW 3er Coupé, wenn ich so weitermachen, weil das Heck ist irgendwie nicht mehr da. Und gezielt raus beschleunigen und dann hauen wir das Rennen noch zum Sieg. Bam! Nächstes Rennen gewonnen mit unserem geilen Dreier. Außer die Gegner haben alle Ziele erreicht, aber das wollte ich auch gar nicht schaffen, das Ziel. Wie ich ja erwähnt habe, weil mir es echt zu blöd ist. Fahrwindschatten von 2 Euro Gegner, ein kleines Abzeichen verdient. Kleines Abzeichen verdient, 60 Kilometer mit einem europäischen Wagen. Das ist doch schön. Mit Japan haben wir sogar schon Silber. USA Bronze und mit Europa haben wir noch gar nichts, aber das wollen wir noch ausbessern. Dann haben wir noch ein bisschen was aufzuholen. Haben wir überhaupt irgendwo einen Drift? Ja, wow. 3 sogar. Scheiße. Ja, ist mein BMW überhaupt was zum Driften erlaubt? Das ist nämlich gerade die Frage. Gut, ich darf damit noch driften. Das wird grundsätzlich eh lustig mit der Power, die wir jetzt... Wie viel PS hat die Karre? Ich will nur mal ganz kurz gucken. Weil ich das gerade gar nicht weiß. Das ist eine Statistik. 701, ach doch so wenig. Wie viel km/h kann ich denn? Ist die angezeigt irgendwo? Nicht? Ja, das ist geil. Das ist geil, nur 492. What the fuck, wo hat der die zusätzlich fast über 2 PS her? Aber die wiegt doch deutlich weniger, ne? Naja. Das wird gleich lustig bei den Driftrennen. Das können wir jetzt schon mal drauf von ausgehen. Rennen auf Russell Creek. 8 Runden. Oh, ist oval. Hihihi. Podiumsplatz, Punktegrenze, Slide-Dauer. Oh, das Rennen wird lustig. Das wird wieder ein pures Karambolage-Rennen. Also ich weiß, gibt es auch eine Strecke, die wie eine 8 geformt ist. Also dass es einen Punkt gibt, wo man sich in der Mitte treffen kann. Ich weiß gar nicht, ist das in der Meisterschaft mit dabei? Also wenn man die so spielt, du hast nur Quick Race möglich. Weil irgendwie Meisterschaft wäre es irgendwie sinnlos. Hat ja nicht wirklich was mit Realismus zu tun. Aber heute der Kommentator ist irgendwie ruhig. Sag mal, habe ich den irgendwie ausgestellt? Warum reißt die Seite Klappe heute nicht mehr auf? Nö, der ist da, aber der will nicht. Warte mal, was war da? Nicht Bild, Ruhe. Ach, Rennmusik haben wir gar keine an. Ich will ja gar keine Rennmusik. Ich will ja den Motorsound haben, stimmt ja. Ich hätte mal schalten sollen, ich Idiot. Ah ne, das ist die bisschen weitere Strecke. Das ist nicht das Oval, was komplett klein ist. Hier kann man echt lange bleiben. Fahre einen 3-Sekunden-Slide. Lass mal weggehen mit deinem Golf 5, dankeschön. Drei Sekunden ist gleich, können wir mal ausprobieren. Okay, das waren keine 3 Sekunden anscheinend und die Mauer. Alter, jetzt komm von der Mauer weg, du sollst sie nicht küssen. Oh, ich schon wieder zur Mauer raustreiben lassen und Gas außenrum am Golf. Schön. Da war ein netten Bodykit dran, der Wagen. Nicht schlecht. Holen wir mal den Matthias ein, den Matthias und dann holen wir den Thomas. Das sind ja ganz tolle Kumpel von mir. Ein Österreicher. Nee, das müsste Deutsche sein. Hier die beiden BMW 3er. Irgendwas fährt hier vorne auch nicht rum, ne? Wo will der denn hin? Schön. Also ich schlag mir nicht selber die Fresse, sondern ich lasse mich gerne durchlassen. Nee, das ist auch bescheuert. Ich lasse gerne Gegner an mich vorbeilassen. So. Alter! Wow! Hast du weiter rausgetrieben? Juhu, das wird ein lustiges Duell mit dem Thomas jetzt hier. Letzte Runden. Wieder zu weit, Alter! Ja, außen vorbei geht gar nicht. Ich muss also innen reinstechen können.
Wow, Alter, nicht dagegen halten, du Penner! Hat er voll gegengehalten? Ich habe irgendwie zurückzuziehen, wenn ich in. Nee, wir bleiben da, wo wir sind. Ey, Arschloch. Jetzt haben wir noch eine Runde, jetzt muss ich es aber gut machen. Nein, shit. Komm, zieh den Weg. Nee, das wird kein Sieg, davon kannst du ausgehen. Wow. Nicht schlecht, damit habe ich jetzt überhaupt nicht geredet, dass ich von dem so kaputt gefahren wäre. Hätte er nicht dagegen gehalten, wäre ich erster gewesen. Aber nein, wir müssen ja voll reinhalten. Ein Abzeichen bekommen, ich fahre das Rennen nämlich jetzt nochmal. Überhole 100 Gegner unsauber. Kleines Abzeichen verdient. Masterzeichen erhalten, Silber unsauber überholt. Gefällt mir. So, nochmal versuchen. Ja, bitteschön. Weil das lasse ich nicht auf mir sitzen, das ist nämlich locker erster Platz drin, wenn ich nicht so bescheuert fahren würde. Slide fehlt uns noch und erster werden. Also ich versuche mich jetzt erstmal nach vorne zu setzen und dann, wenn ich erster bin, versuche mit dem Slide. Wow, wo kommst du näher? Du bist zum Thema Spiegel nutzen. Das ist schon ein Silber vorne. Mein Gott, wenn ich hier nicht die ganze Zeit mich mit den anderen Gegnern so kloppen würde, hätte ich das schon viel früher hinkriegen können. Hallo Thomas, er lässt mich vorbei, ist ja cool. So komm, lass mich durch, also vorbei, mein Gott. So, das hat mich ja nicht mal gegengehalten. Ich versuche gerade ein bisschen zu driften, weil wir wollen immer noch diesen 3-Sekunden-Slide, der fehlt mir noch. Oh, den kriege ich irgendwie nicht hin, weil die Karre will jetzt hier nicht gerade so, wie ich es möchte. Drift, komm schon. Nein, nicht genug. Wieder nicht. Ist ja gar nicht in Drift gegangen. Den Wagen hier in Drift zu kriegen, ist aber echt ein Kunstwerk. Komm schon. Ah, es waren nicht 3 Sekunden. Scheiße. Muss aufpassen, dass der nicht wieder rankommt. Jetzt wollte er gar nicht driften, aber irgendwie manchmal ist die Karre so ein bisschen suspekt. Wieder keine 3 Sekunden. Ah! Das gibt's doch nicht. Lass dich mal in Drift verwickeln, du blödes Auto. Hier kriege ich gar keine Punkte, wenn ich drift in der Kurve. Was soll denn der Müll? Nee, es war nicht lang genug. Scheiße. Ja, das mit dem Driften ist aber echt knifflig. Erst recht, weil er jetzt wieder dran ist, kann ich jetzt nicht unbedingt so viel jetzt riskieren. Hey, kannst du klingen, dass wir Driften werden wir nicht hinkriegen, aber kriegen wir jetzt noch den Stern für den ersten Platz. Ne. Naja, egal, ist ein Stern, den wir jetzt nicht bekommen haben. Da können wir, ist noch okay, nur erster werden will ich in so einem Rennen schon. Das ist allein die Würde, die da doch woran das nagt und deswegen haben wir das jetzt mal ganz kurz abgeändert und sind jetzt erster. So. Das ist auch ziemlich deutlich, also nicht richtig deutlich, aber es reicht. Wobei, theoretisch hätten wir diese ganzen Driftversuche nicht gemacht, hätten wir noch mehr erreichen können, aber mir reicht das so. Und nochmal 80.000 wieder bekommen, nebenbei erwähnt. Wir kriegen ja pro jedes Mal kriegen wir 80.000. Wir kriegen also so nach einer Zeit echt ein nettes Sümmchen zusammen, was mittlerweile jetzt schon hoch ist, ja. Wir sind mit 1,1 Viertel Millionen. Gut, Drift in Wansatch. Ja, jetzt wird's lustig. Ob ich mit dem BMW was reißen kann, ich weiß es nicht, weil der hat glaube ich, zu viel Dampf für die Scheiße. Probieren wir es mal. Okay, es geht gleich los. Achte auf dein Tempo, den richtigen Winkel und die Scheitelpunkte.
Okay, auf geht's. Das Fahrverhalten einfach mal so abgeändert, dass die Karre überhaupt nicht mehr aus dem Arsch überhaupt wegkommt. Oh, egal. Fahren wir außen rum. Ach komm. Da muss ich schon irgendwie durchkommen, weil verliere ich gerade übelst viele Punkte. Ja, aber du merkst, im Drift haben sie irgendwie die Pfeifen so ausgemacht, dass die Reifen irgendwie so anblockt. ESP und alles ist einfach weg und du siehst, der ist die ganze Zeit nur noch am Durchdrehen. Aber deswegen hat er auch einmal kurz aufs Gas und fährst einen direkten Drift. Das ist keinen allzu guten jetzt hier, aber gut, egal. Oh mein Gott. Jetzt fängt das wieder mit dem Neustart an, aber damit müsst ihr leben, weil ich will ja schon hier ein bisschen was Vernünftiges im ersten Anlauf hinkriegen. So, erster Gang rein und go. Komm schon, jetzt meine Fresse auf durchzudrehen.